Sascha, ganz wichtig für dich ist, oder zumindest für mich zu erfahren von dir, wenn ich jetzt so mit dir diskutiere, eben uns die zwei Seiten, die in dir dreist, man sucht immer nach einem Image von einer prominenten Persönlichkeit in der Schweiz. Mhm. Du bist schon in jedem Heft drin gewesen und dann tut man sich so quasi selber in so eine Schublade hineinschubfen, oder die Presse möchte das gerne haben. Und bei dir kommt immer wieder das Thema, dass du Mutter bist. Und dass du das typische Beispiel bist, dass man Erfolg haben, Karriere machen und gleichzeitig eine gute Mutter sein kann. Stimmt das tatsächlich? Jetzt mal so 1:1 noch das. Bist du wirklich eine gute Mutter? Klar, genauso gut wie ganz, ganz viele Frauen, die nicht Sängerin sind, sondern Juristin, Verkäuferin, Tierärztin, Sekretärin. Wir Frauen sind gut, wir machen das nicht schlecht. Und wir lesen auch gute Männer auslesen, die auch helfen. Ja. Und das ist kein Problem. Aha, ja. Gut. Also Frauen an die Macht mit anderen Worten. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich bin immer für Teamwork in allem. Ich bin überhaupt nicht. Ich habe gerne einen Mann, der mich umhegt und umpflegt. Ich werde sehr gerne verwöhnt. Ich bekomme Shampoo, gerne Häkchen. Ich bin sehr gerne Frau. Irgendwie wird das Image, weißt, wenn man ein bisschen Erfolg hat, immer so. Ist es immer gefährlich, dass man so als Power und so als Monstrum hergestellt wird. Und das sind die meisten Frauen eigentlich nicht. Ich bin immer für beides. Also, ich habe gerne, wenn man Kraft hat und Energie zum Arbeiten, etwas gut zu realisieren. Aber ich habe gerne ein Team, ich habe gerne einen starken Mann. Mir gefällt es übrigens, schöne, starke Männer. Tatsächlich? Ja. Kannst du mir auch die Tür aufhalten? Ja, ich mache dann selbstverständlich. Nein, mir freut das. Ich weiß auch nicht. Also, weißt, Erfolg. Ist doch noch interessant, als Rocklady, dass man spielt, doch sehr ja, Rocklady, die sind genau eine Lederjacke gemacht. Okay, Rocksänger aus. Weißt, wir haben hier in der Schweiz sehr eng gefasste Begriffe. Da müssen wir ein bisschen lachen drüber, weil ich schaue an, dass ganz viele Sachen haben viel größere Grenzen. Und man kann auch erfolgreich sein oder Erfolg haben als Frau, ohne dass man alles umwalzt. Oder ein Mann, der kann sehr, sehr erfolgreich sein, aber kann auch ein Pflänzchen hegen. Ich bin mit drinnen Brüdchen aufgewachsen. Und ich habe eine Band und Techniker. Ich bin sehr mit vielen Männern zusammen. Und ich habe eine sehr gute Meinung von Männern. Ich staune auch, wie lieb sie sind. Mit denen, wie sie unhöfliche Freundinnen haben und das über Jahre mit sich lassen. Ich finde sie nur unhöflich, wenn sie sich irgendwie von dir bedrängt fühlen. Nein. Wenn man sich mit Natascha unterhält, dann kommt man heim und sagt, sie macht es so, wie ich es gerne hätte. Und wahrscheinlich macht das für dich. Nein, ich glaube nicht. Nein, also ich muss sagen, es macht mal ein grenzender Wind eigentlich. Die Männer wie mein Team, wo ich mit ihnen arbeite und wo ich auch lebe, im Privatleben, muss ich sagen, habe ich sehr, sehr Glück gehabt und bin sehr dankbar. Also jetzt für all die Männer, die ich gerne beeindrucken möchte. Man gehört die Türen aufheben, ins Kino einladen. Genau. Was wäre so ein Tag, wo man sich zumindest einen Teil, von deinem Herzen könnte erkaufen oder zumindest ergattern? Was müsste man machen, wenn man sich das anfängt? Müsste man für dich kochen? Im Wald wollen überall Rosen streuen. Ja, genau. Genau so Kerzenarzt, ja, genau. Schweinefeuer. Genau so Zeug gefällt mir. Das ist genau solche Sachen. Oder weißt du, so ein überraschendes Geschenk oder auf New York einladen. Auf New York einladen. Ist das eigentlich gut angekommen, Berndeutsch singen in New York? Also sind sie hier offen, die Amerikaner? Ja, also weißt du, sie sind sowieso lebenswürdig, gell? Und, du siehst ja nie genau ins Herz hinein, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass sie Weltfreude hatten. Aber ich glaube, das ist schon etwas, was so ein Wechselspiel ist. Und ich glaube, Musik spielt eben letztendlich keine Rolle, welche Sprache es ist. Und mir hat es gerade lustig durch Ricky Martin. Ja, das ist ein schöner Mann. Wow! Der ist natürlich. Wow! Ja. Der ist auch ein Ort in New York im Moment einfach. Weißt du, so ein Weltformat habe ich noch gar nie gesehen. Mann des Jahres bezeichnet worden, als der erotischste Vater. Ja, also, das er ist sehr, sehr schön und er singt absolut umwerfend. Ich war zu Modena vor 3 Wochen, da hat er mit dem Pavarotti zu Ave Maria gesungen. Das konnte man ja in der Presse lesen von dir. Ja. Das ist ganz, ganz super gewesen. Vor allem, mit dem Gefühl, er könne nicht so singen. Und ich höre das von vielen Leuten. Ich denke, er könnte auch noch ein wunderschönes, schon länger, seine Hüfte schwenken. Aber er singt umwerfend gut. Also, nein, ganz ohne Witz. Ja, und eben tanzen kann. Darum hat er eine Traum gemacht. Und er ist auch in der gleichen Suite gewohnt. Ah, nein! Mal. Bist du geklopft? Nein, aber es ist tatsächlich so. Wie nachher, 2 Tage später. Aha. Ja. Nein, also nicht, es hat nur lustig gedacht. Das hat, Schau mal, da steht es. Hallo Natascha, wieso moderierst du nicht wieder Daniel Fiedelweiss? Genau, das wäre eine Idee, als Moderatorin. Oh, ja, genau. Möchtest du Karriere machen als
Maradona oder denkst, ja, nein, jetzt im Moment noch ein bisschen singen und in diesem Segment bleiben. Aber dann später vielleicht schon mal über so eine. Ja, genau. Also der Philipp und der Stefan sind das fragen. Also, ich finde das sehr schön. Ich tue gerne moderieren, ich tue gerne Geschichten erzählen. Aha. Ich würde schon Weihnachten gerne meine Weihnachtsgeschichte erzählen. Gut, okay, wir haben das aufgeschnappt. Gell? So eine Weihnachtssendung, Dani. Ja, machen wir das. Ist wirklich schön, du ja. Genau, ich spiele die Harfe dazu. Genau, das ist Weihnachten, gell? Machen so, schon. Ich lasse es zwei Flügel im Hintergrund und ich lasse es schmieden. Das ist schön, wenn du mit einer grossen Zipfel würdest. Genau. Zeigen, die Zipfel. Genau, genau. Will genau. Ich dann dort noch Schweinefüße ja. und irgendwelche Harfenklänge von mir geben und ein bisschen Orgel spielen genau. dazu. Also genau. auf diesem Kanal genau. und das gegen Weihnachten dazu. Natascha, ja. Powerfrau, Rock Lady. Jetzt wollen wir auch ein bisschen reinlegen in ein Video von dir. Du hast eins mitgebracht. Und wir nehmen jetzt einfach alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mit dem beglücken. Mats ab!